Wir sehen rot, denn wir haben einen Bullen auf unseren Wagen und das passenderweise in diesem Land, wo wir dieses Rennwochenende hier bestreiten werden. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2015, großer Preis von Spanien. Wir haben uns ja mit dem letzten Rennen etwas verbessert, von Platz 19 auf Platz 17 in der Fahrerwertung. Und jetzt steht Spanien bevor und allgemein gefällt mir die Strecke schon mal ganz gut. Ich würde meinen, die KI wird ja auch etwas schlechter sein, deswegen werde ich einfach mal als Ziel ausschreiben, ganz vorgegriffen und optimistisch, wir werden unseren Teamkollegen hier im Rennen das erste Mal schlagen. Wäre natürlich toll, wenn dabei Punkte herausspringen, also ehe ich jetzt zu viel vorwegnehme, schauen wir erstmal, wie wir jetzt wirklich mit dem Toro Rosso hier unterwegs sein werden in Spanien. Und ja, wie die KI letztendlich unterwegs ist, das sehen wir auch mal, weil geändert hat sich vom letzten Rennen zu heute nicht viel. Irgendwie besondere Trainingsstunden habe ich jetzt nicht genommen und deswegen gehen wir einfach mal weiter und werden die ersten Minuten hier in Barcelona mit dem Toro Rosso drehen. Das passt, dann schauen wir hier nochmal nach. Fahrhilfen, die müssen auch noch kontrolliert werden, das sieht soweit ganz gut aus. Was natürlich weiterhin nicht gut aussieht, sind die Lenkrad-Einstellungen. Das nervt schon tierisch, weil ich dann wirklich erstmal ins Menü gehe, also erstmal auf die Strecke, Schnellstart, ins Menü, dann da probiere, dann ist es noch nicht richtig, dann gehe ich nochmal rein, muss noch mehr umstellen, also das nimmt schon durchaus 2, 3 bis 5 Minuten in Anspruch, bis das wirklich passt. Das will ich nun nicht hier unbedingt im freien Training mit euch machen, vielleicht, weil ihr mitleiden müsst, mache ich es doch mal, aber das überlege ich mir noch, aber erstmal können wir weitergehen, denn Laden ist schon wieder abgeschlossen. Und, na? Willkommen zum großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona. In den nächsten Minuten werden die Teams hier auf dieser klassischen Strecke der Formel 1 erscheinen, um ein Training zu fahren, das hektisch werden könnte. Der Circuit de Catalunya in Barcelona erlebte sein erstes Rennen 1991. Die Fahrer kennen die Strecke in- und auswendig, auch weil sie im Laufe der Zeit ausgiebig als Teststrecke genutzt wurde. Eine ausgezeichnete Strecke mit der richtigen Kombination aus hoher Geschwindigkeit und langsamen, engen Kurven. Es gibt 2 DRS-Aktivierungszonen. Die beste Überholmöglichkeit befindet sich in der 2. DRS-Zone direkt nach der Hauptgeraden. Sie mögen abseits der Strecke gute Freunde sein, aber wie wir alle nur zu gut wissen, kann man immer mal ein Zerwürfnis haben, während man im Team um die Vorherrschaft kämpft. Wie steht es zwischen Vettel und Raikkonen und wie gehen Sie mit dem Druck um? Ich denke, Raikkonen arbeitet gerne mit Vettel. Sie scheinen sich wirklich zu mögen, aber von dem entspannten äußeren Anschein sollte man sich nicht täuschen lassen. Raikkonen ist immer noch der Iceman. Er wird es dem 4-fachen Weltmeister zeigen und beweisen wollen, dass er die Oberhand gewinnen kann. Die Hautfarbe von Vettel ist immer noch sehr außergewöhnlich und ich bin mal gespannt, ob dann wieder im freien Training, wollte ich schon sagen, im Qualifying, wieder Grit kommt. Die gute alte Grit. Also, wir schauen mal kurz auf die Strecke. Ich schätze mal, der erste Sektor wird uns gehören, wenn wir da keinen großen Bock leisten. Also, da sind wir auf jeden Fall ganz vorne dabei. Das ist meine Vermutung. Mittelsektor wird sich wohl etwas ausgleichen, vielleicht die KI besser. Und der letzte Sektor, da haben wir, der beginnt ja dann eben nach der 2. DRS-Zone auf der Gegengeraden. Da haben wir die erste Kurve da, wo wir herausbeschleunigen, dass wir die KI besser hinbekommen. Dann allerdings die nächste Kurvenkombination, die sollte uns wieder leicht gehören. Und vor allen Dingen eben diese letzte Schikane, da wird die KI auch wieder was liegen lassen. Das kennen wir ja schon soweit, aber dann raus auf die lange Gerade, da macht die KI wieder Zeit gut, also wir lassen das einfach mal so stehen. Und ich schnapp mir mal kurz mein Tablet. Jetzt ist das hier wieder ein Asiate, der unser Tablet bringt. Das Wechsel zu Beginn war es ein Asiate, im letzten Rennen war es noch ein anderer. Also, oh nee, stimmt ja. Ach, Primes, die wirklich harten und Options, das sind die Medium-Reifen. Das ist ja schon mal wieder ein Graus, zum Glück ist die Strecke so gut. Dann lade ich mal eben das Setup. Habe ich nämlich wieder etwas umgebaut. Ich kann es natürlich mal wieder kurz zeigen. Groß was sagen muss ich jetzt, glaube ich, einfach mal nicht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Reifendruck bin ich hier etwas heruntergegangen, weil wir doch eben ziemlich kurvenreich fahren. Und dann haben wir 10 Kilogramm für 7 Runden. Also plus 1 im Grunde im Vergleich zu den letzten Rennen. 7 Runden, 10 Kilogramm. Gut, das merke ich mir soweit. Dann, ja, Benzin brauchen wir jetzt noch nicht wirklich viel mitnehmen. Das machen wir erst gegen Ende. Und wir fahren einfach mal raus. Unser gewohntes Trainingsprogramm.
Na, jetzt war ich wieder zu schnell. Ich habe schon gedrückt, diese Taste und dann eben diese hier. Das war dem Spiel einfach zu schnell. Oh, da ist schon jemand auf der langen Geraden entlang gesaust. Hat man auch leicht gesehen. Da kommt er mit einer Boxengasse, ein Mercedes. So, Boxenausfahrt. Ich schau mal, wie viel Gas ich geben kann. Ich gebe mal... Ja, so... Man kann sagen, zwei Drittel habe ich jetzt Gas gegeben. Das würde soweit schon passen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und abfliegen will ich bei der Boxenausfahrt natürlich auch nicht. Das wollen wir natürlich haben. Reifentemperatur zeige ich euch dann einfach, wenn wir wieder unsere konstanten, ziemlich gemächliche Runden fahren. Also hier die Strecke in Barcelona, die gefällt mir schon seit Ewigkeiten. Was ich, ja, ich habe das schon mehrmals angesprochen, wir fahren ja hier nicht zum ersten Mal und dann hört ihr das eben vielleicht wieder, immer wieder. Ich finde jetzt die aktuelle Situation, die Kurven, die wir angehen. Na komm, fahr vorbei, fahrt beide vorbei. Oh, sogar drei. Beide McLaren. Tja, Alonso. Autsch, da war noch ein vierter. Den habe ich jetzt nicht gesehen, mein Fehler. Alonso bei seinem Heimrennen wird er von Button dennoch deklassiert. Kann man ja so sagen nach den ersten Rennen. Ist echt krass, was Button hier im Spiel ablegt. Da kommt ja noch einer, fahre ich geradeaus. Hier, alte Streckenführung, genau. Wollte ich ja ansprechen. Sind wir auch in Grand Prix 4 gefahren. Die letzte Kurve, also es macht mir Spaß hier zu fahren mit dieser Variante, aber auch die alte Variante hatte was. Und die letzte Kurvenkombination, da war die alte Variante besser, weil man da dann auch wirklich besser überholen konnte am Ende der Geraden. Das ist auch ein Manko der Strecke. Wie wir sie eben in echt haben. Die Rennen, die Überholmanöver gehen da nicht ganz so einfach von der Hand. Auch wenn wir hier eine ziemlich lange Gerade haben, hätten wir noch die schön langgezogene letzte. Achso, stimmt ja, DS. Ja, DS ist auch so eine Sache. Mit der Lenkrad-Einstellung, das haut es mir jedes Mal wieder raus. Also da muss ich extra nochmal eine Einstellung tätigen. Also mit der alten langgezogenen letzten Kurve, da konnte man auf der Geraden noch besser überholen. Ja, der vordere linke Reifen, der wird dann wieder unser Rennen bestimmen. Je nachdem, in welchem Zustand der sich befindet, müssen wir dann wohl an die Box fahren. Wir fahren natürlich wieder im Uhrzeigersinn. Wir haben die erste Kurve, die dritte, das ist vor allen Dingen die extreme Kurve, dann eben diese hier. Und die vordere DS-Zone, die wird auch nochmal richtig hart sein für den vorderen linken Reifen. Und gängemäßig, wir sind ja hier damals schon ganz gut unterwegs gewesen, dann im McLaren Honda. Da kann ich doch schon einiges übernehmen im Vergleich zu den Rennen davor. Die konnte ich nicht wirklich so richtig als Referenz nehmen, als wir dann noch im McLaren gefahren sind, also bei Rhein und davor eben. Hier würde ich sogar im zweiten Gang rausfahren. Wird es natürlich wieder sehr besonders auf der Hinterachse hier mit der Zufahrt. Da der kleine Huckel, der Randstein. Den mag ich irgendwie besonders. Diese Ecke da, diesen Huckel, den wir da haben, bei dieser leichten Linkskurve, der gefällt mir richtig. Ähnlich wie der in Russland. Vor, ja, zwei Kurven vor Boxeneinfahrt. Die letzte Schikane werde ich auch im zweiten Gang angehen, aber ich glaube, ich werde schon vor oder in der letzten Kurve von dieser Schikane in den dritten hochschalten. Weil das fühlte sich gerade nicht so toll an. Und dann wieder letzte Kurve, wenn das Heck rumkommt. Muss ich aufpassen, dass uns das Spiel nicht eine Strafe reindrückt. Und auch wie die Boxeneinfahrt wird interessant werden. Da hat uns ja der Autopilot, wenn wir normal reingefahren sind, gegen die Boxenmauer gesetzt. Und ehe da was schief geht, oh Mann, das sind wieder so Faktoren, die nicht unbedingt sein müssen, aber die nochmal hier im Spiel F1 2015 vorhanden sind. Die aber nicht gut sind. Dann werde ich jetzt mal, nachdem ich jetzt den Lenkrad-Einschlag überwiegend kontrolliert habe bei uns, werde ich jetzt nochmal auf die Gänge achten. Hier fünfter Gang, früh im sechsten womöglich raus. Hier ganz klar den Flügel auf, so lange wir eben können. Dann hier sogar achter Gang. Ungefähr... Ist bei mir noch Gefühl, vor dem 100-Meter-Schild anfangen zu bremsen.
Hier, diese Huckel jetzt, wo wir gerade das Heck verloren haben. Den mag ich ja richtig. Und dann hier wieder, glaube ich, in der Kurve in den vierten Gang. Dritter Gang ist hier keine Frage. Hier nochmal vierter. Vielleicht, muss ich mal schauen. Also hier zweiter, jetzt dritter. Und dann bekomme ich, glaube ich, hier den Ausgang nochmal besser, weil das wird wieder der Knackpunkt sein im Vergleich zur KI. Hier werden wir die meiste Zeit liegen lassen. Und das ist eben die beste Überholmöglichkeit, die wir haben. Und da heißt es wieder, Achtung, die eben so gut es geht erwischen, weil wir hier eben überholen können. Armer Reifen. Bin mal gespannt, jetzt wo wir auch wirklich so auf das Reifenhaushalten erpicht sind, wie das mit den Boxenstopp ablaufen wird. Wir hatten ja in Bahrain eine der wenigen Fahrer, diese Strategie eben mit zwei Stops durchzufahren. Kann durchaus sein, dass drei Stops besser gewesen wären. Aber das ist wieder so schwer zu sagen, ist wieder der Konjunktiv, was wäre wenn? Wenn wir von vornherein auf drei Stops ausgegangen wären, wie hätten wir uns dann im Rennen so geschlagen? Vielleicht wären wir gar nicht mit dem Sauber in die Quere gekommen. Oh, Sauber, jetzt wo ich es gerade anspreche. Da war doch auch was. Auf der langen Geraden. Stimmt ja. Und dann auch noch, ja, ich weiß gar nicht, welcher Sauber das war, aber eine zweite Aktion, das weiß ich noch. Red Bull, Daniel Kvyat in der ersten Kurve. Das habe ich ja erst später, glaube ich, mitbekommen, dass es ihn so wirklich weggehauen hat. Das waren eigentlich, ja doch, zwei meine Fehler, hatte ich gesagt. Meine zwei Fehler. Ja, hier im dritten Gang durchfahren, das ist mir nichts. Ich fahre jetzt mal rein und wir schauen uns einfach mal an, wie die KI so fährt. Hier genau. Wir fahren wirklich auf der Strecke, allerdings mit zwei Rädern daneben, auf diesem grünen Streifen rechts. Und der setzt uns wirklich fast gegen die Boxenmauer. Wenn wir normal hereinfahren, dann könnte das, glaube ich, in der Mauer enden. Jetzt wieder aufgeploppt da links. Und vor allen Dingen, wenn wir da rechts in der Boxengasse zu sehr über den grünen Streifen fahren, dann drückt er uns, wie damals im Rennen, eine 10-Sekunden-Strafe rein. So ein Quatsch. Aber das kennen wir mittlerweile alles schon. Was natürlich richtig toll ist hier im Spiel, ist weiterhin die Fahrphysik und generell diese Reifensimulation. Das haben sie richtig gut hinbekommen. In dem Sinne, dass man einfach mit der Temperatur und dann eben auch zwecks Anbremsen besonders auf die Reifen schauen muss. So, jetzt dürfen wir. Was will ich machen? Ich will erstmal das Setup überprüfen. Heißt, mehr tanken. Mehr als 10 Kilogramm. Die Runden sind ja recht kurz, deswegen nehme ich jetzt einfach mal 23 Kilogramm mit, wenn wir gleich wieder herausfahren. Dann haben wir kein ganz leichtes Auto. Und jetzt will ich nochmal am besten eben Max Verstappen zuschauen. Nö. Ich lasse den wieder rennen, den guten Herrn Tabletträger. Das ist wieder. Macht er halt auch ein paar Kniebeugen, ne? Der hockt sich ja neben uns ans Auto und der erste Sektor gehört jetzt schon uns, obwohl wir da noch gar nicht wirklich gut durchgefahren sind. Wie stehen wir denn da aktuell im ersten Sektor? Ja, echt nicht schlecht. Hier selbst teilweise sogar nach Kimi Räikkönen. Hat da Nachteile im Gegensatz zu uns. Aber Zeiten sind mir jetzt noch gar nicht so wichtig. Ich will jetzt zuschauen. Wo ist der Max? Da ist er. Er ist gerade vor der zweiten DRS-Zone. Fünfter Gang hier. Halte ich für richtig. Muss er gegenlenken? Ja, ganz leicht. Bis in den achten Gang wird er kommen. Ja, ganz kurz, ganz knapp. Jetzt zweiter Gang würde ich auch machen. Dann wird es aber für uns mit dem Heck nochmal problematischer als für die KI. Hier dürften wir etwas Zeit gegenüber der KI gewinnen. Hier muss er gegenlenken. Und hier eben dieses Stück auch nochmal. Aber die KI hat noch ein Stück im letzten Sektor. Hier zweiter Gang für ihn. Nämlich diese Kurve, wie die hier rausgeschossen kommen. Das wird bestimmt ganz sicher wieder der Knackpunkt sein, auch wenn ich jetzt eben schon mehr Erfahrung mit dem Spiel und generell auch mit den Wagen habe. Zur ersten Kurve, ja, der erste Sektor wird auch uns gehören. Hier kann man wirklich viel Reifen verbrauchen und ich glaube, die KI fährt hier einfach ziemlich ruhig durch.
Auch hier. Das geht schön auf den vorderen linken Reifen. Er lenkt auf jeden Fall kaum ein, also hier sind die besonders reifenschonend, aber ob es schnell ist, ist die andere Frage. Aber man muss dann letztendlich auch mit den Boxenstopps auskommen. Dritter Gang, ja, da gehe ich mit. Zweiter Gang habe ich ja in der letzten Saison wirklich probiert. Das ist aber nichts jetzt mit der Erfahrung im Spiel. Vierter Gang, richtig, und hier lenken die richtig dagegen. Da kann man auch wirklich sehr viel Zeit liegen lassen. Kann uns durchaus auch passieren. So, jetzt würde ich sagen, jetzt schaue ich mal auf den Lenkradeinschlag überwiegend. Die Kurven mit den Gängen haben wir uns jetzt soweit angeschaut. Die Kurve kann man auch wirklich mit viel Lenkradeinschlag gehen, ist eben ziemlich langsam. Da wieder dieser schöne Huckel auf dem Scheitelpunkt, auf dem Randstein. Hier kann man auch wieder besonders einlenken, das macht den Reifen nicht viel. Die müssen hier auch kaum gegenlenken, also ich bin mal gespannt, wie wir dann durchkommen werden. Speziell dann wirklich ab dem Qualifying. So, jetzt schauen wir noch etwa ein paar Kurven zu. Bis eben kurz vor der zweiten DRS-Zone. Ja, also ich bin natürlich jetzt auch schon wirklich erprobt, den Lenkradeinschlag so gering wie möglich zu halten. Und da gibt es gar nicht mehr so viel, was man von der KI lernen kann, aber dennoch kann Zuschauen nicht schaden. Hier muss er auch ordentlich gegenlenken, der gute Max. Hier kann man wieder etwas mehr einlenken. Das wird nicht so sehr auf den vorderen rechten gehen, zumal der eben hier nicht so stark belastet ist wie sein Gegenüber. Ja gut, jetzt haben wir uns das angeschaut. Wir haben jetzt noch ganz schön viel Zeit übrig und die Runde ist hier eben ziemlich kurz. Alles fertig, wir sind bereit. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal raus und wir fahren unsere Runden. So. Da werde ich jetzt mal etwas mehr Gas geben am Boxenausgang. Das Freitraining können wir noch nutzen zum Üben. Okay. War soweit auch nicht schlecht. Also Vollgas gehe ich hier natürlich nicht. Hinten kommt keiner an. Ich hoffe ja mal, dass es hier trocken bleiben wird, weil ich mir wirklich was ausrechne, erstmalig gegen den Teamkollegen. Jetzt zeige ich euch natürlich nochmal die Reifentemperaturen. Da sieht man es eben nochmal deutlicher. Die Kurve bin ich schon mal zu weit außen angefahren. Reifen sind natürlich auch noch kalt. Ja, das wird ja auch wieder interessant werden. Vor allem auch noch die ganz harten, die besonders lange brauchen, um eben Temperatur zu bekommen. Da kommen jetzt zwei an. Die lerne ich. Da sind sogar mehr. Vier. Lass ich jetzt mal hier vorbei. Weder drückt uns hier eine Strafe wegen zu langsam oder gefährlichen Fahrens rein. Ich kann diese wilde Horde einfach nicht direkt hinter oder dann eben teilweise vor mir gebrauchen. So, Flügel lassen wir zu. Etwas Temperatur drauf bekommen. Hinterreifen bitte auch. So, schön. Ja, mittlerweile kann ich auch mehr mit dem Spiel spielen, also taktisch fahren. Die freien Trainings waren früher noch was ganz anderes zu Beginn der letzten Saison und hier staut sich das wieder. Mittlerweile schaue ich mir eben genau an, wie ich welche Kurve nehmen kann und dann eben auch Reifen aufwärmen, damit spielen. Das ist ordentlich. Das ist schön für ihn und der Motor. Ja gut, jetzt erholt er sich wieder. Weil wir auf der Langgeraden eben sehr viel Luft in den Motor reinbekommen zum Kühlen. Ich bin natürlich jetzt hier nicht wirklich voll gefahren, deswegen hat der vorne da, der linke, nicht wirklich Temperatur bekommen. Überhitzung in dem Fall. Ah, der Motor erholt sich gerade gar nicht mehr. Ich werde mal aufpassen, dass ich wirklich richtig schalte und eben auch beim Herunterschalten nicht zu sehr überdrehe. Dann sollte der eigentlich wieder herunterfahren mit der Temperatur.
Hallo Schild, weg mit dir. Und da fliegt noch ein Teil. Haben wir am Schatten gesehen. Jetzt hat er sich wieder erholt auf der Geraden. Jetzt wird er wieder langsam gelb, weil wir hier auch nicht so schnell fahren. Jetzt holen wir auf den Mary auf. Und er ist wieder gelb vor der Geraden. Okay. Soll ich noch früher schalten? Sieht uns sogar der Spanier hier ab. Jetzt der Motor sogar rot. Ja gut, ich habe in der letzten Kurve, weil der eben direkt vor mir war, bin ich nicht so gut da durchgekommen, auch mit dem Hochschalten, mit den Hinterrädern. Und hier auf der Geraden hat er uns jetzt gerade die Frischluft genommen. Und hier werden wir so viel Zeit gewinnen gegen die, wenn ich jetzt den hier schon langfahren sehe. Ich fahre ja selbst gar nicht mal voll und ich hole locker auf den auf. Und der Motor ist rot. Okay, dann schalte ich jetzt mal extra früh. Hoppa. Zum Glück haben wir den nicht mit abgeräumt. Ich will jetzt eigentlich ungern. Das ist, glaube ich, ein Ferrari, oder? Nee, ein Lotus. Ich habe jetzt einfach mal versucht, den Motorensound zu erraten. War aber nichts. Da kommt ja noch einer an. Das ist Max, oder? Ja. Das gefällt mir gerade gar nicht, Mann. Jetzt kann ich auch nicht wirklich auf den Motor achten, weil der scheint hier nochmal vermehrt zu überhitzen. Dann verlieren wir ja Leistung. Ach, ohne das Schild sieht es ja einfach besser aus. Warum man das direkt auf den Randstein gesetzt hat? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, damit man es extra abräumt. Damit man auf jeden Fall jemanden bestrafen kann, weil er hier die Einrichtung zerstört hat. Jetzt halten die 30 da vorne auf, dann kommen wir wieder deutlich näher. Also dem Motor gefällt das hier gar nicht. Verstehe ich aber gar nicht. Ich achte jetzt mal besonders, dass ich früher hochschalte. Aber gut, dass wir eben sowas im Training sehen. Jetzt wird er sich wieder etwas beruhigen. Zumindest auf Gelb gehen. Ja. Obwohl wir jetzt gleich wieder in den Drehzahlbegrenzer kommen. Dann habe ich gleich den Randstein mitgenommen. Der hat uns noch einen Stoß gegeben. Jetzt bekommt er vorne links auch Temperaturen, wie die sich da aufhalten. Jetzt wird er langsam wieder orange, der Motor. Noch ist er wieder knallgelb. Jetzt verfärbt er sich wieder. Jetzt wird er wieder heißer. Warum denn? Klar, jetzt fahren wir wieder im Windschatten, aber so stark? Macht das einen Unterschied aus? Ja, ich wollte jetzt eigentlich Abstand lassen. Ist ja freies Training, können wir uns das erlauben. Hier, Rückblende. Dann lasse ich jetzt mal Abstand. Ich will das wirklich herausbekommen. Vielleicht muss ich da im Rennen eben hier besonders drauf achten. Nach hinten, gut, da kommt wieder jemand. Aber etwas Abstand können wir da durchaus lassen. Der ist ja gerade jetzt erst am Scheitelpunkt der Kurve. So, ich hoffe mal, der Abstand reicht. Jetzt fahren wir wieder unser Programm. Hier erholt er sich bestimmt wieder. Ja, wird er gelber. Das war schön herausbeschleunigt. Müssen wir auch etwas üben an dieser Stelle. Hier wollte ich am dritten Gang durchfahren. Er scheint mir auch wirklich richtig zu sein. Jetzt wird er wieder rot. Sind die Kurven ihm einfach zu langsam? Tja, was ist denn da Mund? Was ist denn dann los mit Monaco? Da fahren wir noch langsamer durch die Kurven. Du bist in allen Sektoren ein bisschen zu langsam, aber vor allem in den Sektoren 2 und 3. So, jetzt nochmal sehr früh hochschalten. Um nochmal die Temperatur des Motors zu beobachten. Das bereitet mir gerade die größten Sorgen, weil das kostet wieder Leistung. Jetzt wird er wieder gelb. Also Kurven gefallen ihm überhaupt nicht. Jetzt wird wieder wärmer in der Kurve. Ne, zweiter Gang wollen nicht. Ja, ist ja schon wieder einer vor uns. Wollen wir nicht mehr. Also ich bekomme den hier keine Runde komplett über auf grün. Der Benzinstand ist jetzt an der
15 Kilogramm Benzin. Wenn ich Glück habe, eben gelb. Jetzt kommt wieder von hinten einer an. Mann, wir können gar nicht wirklich unser Programm abspulen. Jetzt ist er gerade grün. Wir hatten gerade eine Gerade. Gerade eine Gerade. Und Vettel jetzt vor uns. Jetzt wird ihm wieder in der Wurme, in der Kurve. Mann, was ist denn halt wieder los? Schon spät, oder was? Ja klar, Abend, aber nicht wirklich spät. Das gefällt ihm hier gar nicht. Das ist ihm zu langsam. Aber ich hoffe mal, die KI hat damit auch zu kämpfen. Jetzt sind wir total rot. Gelb. Und das ist ein 18er. Jetzt ist noch der langsame Männerfahrer vor uns. Also die Strecke macht hier auch im Toro Rosso sehr viel Spaß. Ist wirklich eine tolle Strecke. Mag ich sehr. Fährt sich richtig toll. Und da freue ich mich schon über das ganze Wochenende. Also Qualifying und dann eben auch vor allen Dingen das Rennen. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Normalerweise halte ich ja die Erwartungen etwas zurück, aber ausnahmsweise bin ich da mal etwas forsch und peile wirklich eine Platzierung vor Verstappen an, ganz fest. Und vielleicht springen ja wirklich auch noch Punkte bei raus. Das wäre natürlich besonders schön. Gehst du weg? Jetzt ist der natürlich in. Jetzt kann ich ja auch nicht wie gewohnt einlenken, weil er eben in ist, noch neben uns. Jetzt rutschen wir auch gerade etwas. Der Mary, der guckt ja richtig rum. Ich fahre noch nicht wirklich schnell und wir holen ihn ständig ein. Ja, so werde ich das wohl machen mit dem zweiten, dritten Gang in dieser Schikane. Jetzt zieht er uns wieder davon. Kommt jemand raus? Die war mir gerade zu kalt. Na, etwas Wiese mitgenommen, aber immerhin noch auf der Strecke, wie wir hier aufrollen. Oh, jetzt behindert er uns richtig. Ich sollte vielleicht mal wieder richtig Abstand auf so einen Wagen lassen, aber da hinten kommt ja schon wieder jemand an. Jetzt lasse ich den vorbei. Ist auch noch Rosberg. So, nach hinten, wie sieht's aus? Aktuell kommt da niemand so wirklich an. Das finde ich gut. Dann können wir vielleicht wirklich mal frei fahren. Dann lasse ich noch etwas Abstand auf die beiden. Rosberg muss ja auch erstmal vorbei. Vielleicht schafft er es jetzt aber auf der Gegengeraden. Ansonsten erst auf der richtigen Geraden, auf der Start-Ziel-Geraden. So, Abstand reicht hoffentlich. Wenn die sich nicht eben davon nochmal behindern sollten, dann passt das. So, Mary ist jetzt hinten. Was sagen eigentlich die Reifen? Hier noch keine Verfärbung. 5 Minuten noch. Als der schon wieder so nah vor uns. Also mein größter Wunsch ist auf jeden Fall, dass das hier trocken bleiben wird. Damit ich meine an mich selbst gesteckten Ziele auch wirklich erreichen kann. Ansonsten würde es deutlich schwieriger werden. Regen eben, weil wir jetzt noch nicht so viel haben und die gewisse Erfahrung habe ich damit auch noch nicht. Ah, sind die Box gefahren, na endlich. Ich will nochmal mit auf den Motor schauen. Toll, da kommt schon der nächste wieder aus der Box. Ach, ist doch zum Kotzen. Ich hoffe ja mal im Qualifying, wenn wir freie Runden hinbekommen. Es ist ein Massa, sehe ich gerade. Und da ist ja schon wieder ein Männerfahrer. Oder war das Rosberg, der reingefahren ist? Also wenn das Mary ist, dann ist Rosberg reingefahren. Max ist derzeit auf P10. Also immer noch. Jetzt wird Bottas aufgehalten. Jetzt kommen wir den ganzen Schwarm da vorne. Ein Zweierschwarm wieder näher. Toll, jetzt sind wir wirklich wieder dran. Also wenn das im Rennen so passiert, finde ich ja nicht schlecht, aber jetzt im freien Training und dann eben im Qualifying, das sollte nicht sein.
Man hat ja wirklich nur diese Überholmöglichkeiten auf den Geraden und dann vielleicht mal den Gegner irgendwo überrumpeln. Ansonsten hält man sich hier wirklich auf, vor allen Dingen eben die KI, die kennen wir ja soweit schon, wie die gerne sich mal gegenseitig aufhält und dann bilden sich da richtig große Gruppen von Zeit zu Zeit. Also ich bin ja mal gespannt, wie das im Rennen aussehen wird. Und Motortemperatur wird hier das gesamte Rennwochenende sehr wahrscheinlich ein Knackpunkt sein. Bin mal gespannt, wenn ich die Kurve hier wirklich mal richtig schnell angehe, wie wir dann auf die KI aufholen werden. Vielleicht ist im ersten Streckenabschnitt sogar eine Bestzeit drin. So, jetzt sind wir immerhin an ihm vorbei. Jetzt können wir die letzten zwei Runden nochmal in Ruhe drehen, weil jetzt dürfen wir uns auch von ihm absetzen. Wäre, glaube ich, die einfache Variante gewesen. Wir setzen uns wirklich vor ihn. Denn wir sind ja jetzt im freien Training schon vor den beiden. Zeitlich gesehen. Also warum sollten wir ständig hinter den hinterherfahren? Hätte mir auch früher einfallen können. Da war wieder ein Gegenlenken zu verspüren. Also ich bin jetzt mit diesen ersten Eindrücken schon wieder auch sehr zuversichtlich für den weiteren Verlauf, das war klares Abkürzen, in meiner Fahrt, wo ich eigentlich konstant sauber fahren will, damit ich das Abkürzen dann später vermeide. Also bin ich hier schon sehr zuversichtlich. Ich hoffe, ich und überhaupt wir werden da einfach mal nicht enttäuscht werden. Letzte Runde jetzt für uns und nochmal Wiese mitnehmen. Kann man nie genug von haben. Hier auch nochmal, damit die Reifen sich da rechts nicht so sehr vernachlässigt fühlen. Da kommt, glaube ich, Mercedes an, oder? Jo, Hamilton war's. Können wir mal schauen, wie er so fährt. Jetzt macht er sich erstmal wieder etwas aus dem Staub. Wenn man hier sauber und ruhig durchfährt, muss man gar nicht so stark gegenlenken. Sieht gerade wirklich sehr geschmeidig aus. Aber wirklich schnell ist es ja noch nicht, was wir hier fahren. Das wird sich aber im Qualifying noch ändern. Na, so viel konnten wir jetzt von Hamilton gar nicht abschauen. Dafür war er einfach zu weit weg dann. Dann werde ich jetzt nochmal die Boxeneinfahrt üben. Eben weil die hier eben auch so wie speziell ist. Also jetzt versuche ich mal wirklich komplett in der Bahn hier zu fahren. Nicht auf dem Grün. Oh, Mann, wie der darüber lenkt. Das macht mir schon richtig Sorgen. Also eher kürze ich da lieber ab und ja. Okay, kommt wieder nix. Gut. Die waren dann alle auf den Options. Hätte jetzt gedacht, der Wasser meldet sich wieder, aber nö. Der hat sich wohl gesagt, die Meisterschaftssaison ist bloß auf ein Jahr ausgelegt und wer den zweites Mal spielt, das ist nicht. Nee. Also Hamilton, Bottas, Rosberg, Zeiten sind hier aber nicht so ernst zu nehmen. Verstappen auf Platz 14. Wir sollten hier dann wohl, sagen wir mal, wenn wir jetzt schon Verstappen so sehen, viert schlechteste Kraft sein. Aber so eine Prognose will ich jetzt mal gar nicht wagen, also wie unser Wagen hier auch wirklich einzuordnen ist. Da bin ich erstmal auf das Qualifying gespannt und wir sind letztendlich 20. geworden, weil alle auf Options waren. Hatten wir das schon mal, dass wirklich alle nicht mit den härteren Reifen ihre beste Zeit abgelegt haben? Naja. Schauen wir mal kurz nach den Vorfällen. Da gab es auch keine, also alles ruhig hier. Ja, warum nicht einfach mal einen anderen Weg einschlagen und von vornherein eine gewisse Erwartung an mich selbst setzen? Ich bin nämlich hier doch recht zuversichtlich, weil die Strecke mir grundsätzlich liegen sollte. Wir haben jetzt auch ein paar Rennen hinter uns, spezielle Erfahrungen gesammelt, auch mit diesen Wagen und allgemein. Und da denke ich, sollte Barcelona das beste Pflaster sein. Ob ich die Erwartungen auch an mich selbst erfüllen kann, das wird sich dann wohl schon im Qualifying herausstellen. Darauf könnt ihr gespannt sein, darauf bin ich gespannt und da sehen wir uns auch wieder, hoffe ich doch. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.